willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit Winfried. Es ist soweit. Jahrelang habe ich gewartet. Heute ist sie endlich im Shop. Endlich kriegen wir die Banditin. Das ist sehr gut. Ich habe so lange gewartet. Und wir werden sie jetzt kaufen, aber erstmal nur einmal. Wir kaufen jetzt erstmal nur einmal. Ich könnte 3 Stück kaufen. Das wäre natürlich zu krass. Wir haben sie. Wir haben sie endlich. Wollen sie jetzt mal gleich mal direkt in dieses Deck hier einbauen? Es ist noch kurz, bevor wir die Truhe haben. Es ist echt geil. Also, ich habe eine coole Taktik gesehen. Und zwar nehmen wir das und dann nehmen wir noch die Banditin für etwas anderes. Aber wofür? Ich würde sagen, wo ist sie denn überhaupt? Die kleine Maus, da ist sie. Da ist sie doch. Wir nehmen sie für den Hund nicht. Ah, komm, wir nehmen sie mal für den Hund. Jetzt habe ich ein 3 Elixier-Deck. 3. Das ist natürlich sehr günstig. Das ist cool. Aber wir könnten eigentlich noch was wechseln. Wir könnten eigentlich auch noch den Köter hier reinnehmen, den Baby Dragon. Den Köter, den Baby Dragon. Und, also, wir sind kurz vor knapp. Es fehlen noch 5 Siege. Das kriegen wir noch hin. Wir kämpfen jetzt mit Kubiko. Und ich habe mir was überlegt. Also, eben war die Taktik, dass der Typ, den das Schwein gesetzt hat. Oh, schon noch gegen Deutsche. Nein! Alpentroller. Und es ist das erste Mal! Okay, ich hab schon direkt, verbockt. Es ist das erste Mal, dass wir jetzt die Banditin spielen und es wird wahrscheinlich ziemlich in die Buchse gehen. Also, ich hatte eine coole Taktik gesehen, allerdings kann ich die gerade gar nicht spielen. Denn der Typ hat quasi das Schwein gesetzt. Ne, wer hat das nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht. Ne, er hat erst die Banditin gesetzt. Der hat erst die Banditin gesetzt und hat dann quasi. Ah, ich bin verwirrt. Leute. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mami. So. Also. Wir können es ja mal probieren. Das erste Mal, dass ich sie setze. Komm, Baby. Zeig dich. Ja, genau. So. Du nochmal dahin. So, der Schwein macht das kaputt. Oh, das Schwein kommt durch. Jawohl, so muss das doch sein. Nein. Nicht mein Schwein. Nicht mein Schwein zerstören, bitte. Danke. Ah, hat keinen 2 Schläge mehr gekriegt. Na gut, es ist halt wie gesagt ein Testdeck und irgendwie so, ja, wenn du so kurz vor knapp bist, dann ist das immer problematisch, sag ich mal. Ist immer ein bisschen problematisch, dann, Leute, das einfach mal. Viel Glück, Mami. hat einfach mal den Froster hat er einfach mal zerlegt. Ah, ich bin so verwirrt heute Morgen. Mann, ich brauche noch einen Kaffee. So, also. Die Banditin setzen, damit die Kollegen gegenüber dann quasi den Friedhof setzen. Grabstein, nicht Friedhof, Grabstein. Und dann das Schwein. Der Kubiko, der hat Ahnung, sag ich dir. Jetzt wirft er nämlich schön den Feuerball auf den gegnerischen Typ. Jetzt haben wir zweimal den. Bitte. Gegen so einzelne Truppen ist das Ding natürlich voll stark. Jetzt haben die eigentlich einen Fehler gemacht. Ja, genau. Geh ruhig nochmal da drauf. Geh ruhig. Ja, genau. Doppelschwein, komm. Doppelschwein, so. Zack. Ja, genau. Er nimmt einfach. einfach mal den. Der Päcker drischt einfach mal. Das ist ein Mörder. Das ist ein Mörder. Der drischt einfach mal alles kaputt von mir. Oh, der war gut. Kubiko, der hast du einen. Da ist aber einen rausgekloppt hier. Oh, das Game ist schlecht. Das ist ein gutes Spiel. Echt ein gutes Spiel bisher, muss man sagen. Ich habe gestern mit Marble auch noch gespielt. So macht das auf jeden Fall auch Spaß, wenn der Gegner auch mitmacht. Und jetzt probieren wir. Ja, können wir noch nicht ausprobieren. Ich will einfach nur mal die Banditin testen hier. Aber so richtig. Wissen ja alle, worauf es jetzt gleich hinausläuft. Wird es reichen oder nicht? Nein, der Schwein kriegt keinen Schlag mehr. Ja, Doppelschwein, genau. Und jetzt pflastern wir einfach mal alles zu, würde ich sagen. Wir pflastern alles zu mit allem, was wir haben. Ah ja, sie haben gewonnen. Sie haben leider gewonnen. Aber ein gutes Spiel. Ja, das ist natürlich so das Problem. Erstmal Banditin. Ich weiß nicht genau, ob das so die Taktik war, die ich jetzt unbedingt nutzen sollte. Der alten Troller. Der hat das seinem Namen alle Ehre gemacht, der kleine Fratzel. Oh man, wir brauchen noch 6, noch 4 Stück, dann haben wir es doch, ey. Mann, komm. Ja, die Banditin ist nicht so das, was ich da so mir erhofft hatte. Wir müssen mal überlegen, was wir da sonst noch nehmen können. Was nehmen wir dafür rein?
Was nehmen wir dafür rein? Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Den Golem? Ja, komm. Nehmen wir ruhig mal den Golem rein, aber für was? Für das Schwein? Ich habe auch gerade mal 3,6. Ja, aber möchte Banditin testen. So. Wir können es ja nochmal probieren. Also ich habe jetzt die Banditin noch drin und habe auch noch den Golem reingemacht. Für den extra für den Kubiko natürlich. So. Also, er hat das Schwein. French for the tree. Pierrick, Blegesteffe. Endlich mal nicht mehr der Alpentroller hier. Nein, wir nehmen jetzt mal, ja, wir nehmen das Doppelholz. Nein, das Holz funktioniert nicht, es läuft vorbei. Aua, einen hat er noch erwischt. Oh, das war gut. Ja, komm, geh durch, Baby. Jawohl, endlich. Da hat sie doch endlich mal funktioniert, so wie sie sollte. Na, endlich. Ja, es läuft endlich, wenn sie mal einmal durchkommt, das Baby. Einmal. Oh, der war gut. Der war gut. Das war, glaube ich, Doppelzepp, ne? Der Doppelzepp. So, Doppelholz. 1, 2. Und dann sind es noch 555 Schnapszahl am Turm. Leute, wie er sich wehrt gegen den Tornado einfach. Also, das funktioniert. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, glaube ich. Komm. 27, ist das dein Ernst? Boah, ist das dein Ernst? 27 haben wir jetzt Rest. Wir müssen uns... Ja, endlich. So. 27 waren es noch. Jetzt ist es vorbei. Es muss reichen. Komm. Es muss einfach reichen jetzt. Ich will einfach die Truhe jetzt haben. Jetzt wird er natürlich wieder hinten irgendwas setzen. Ja, das war klar. Oh, okay. So, 1400. Wir können jetzt schon mal anfangen, den Grabstein dahin zu setzen. Und dann ist gleich mal uns auf den rechten Turm zu konzentrieren. Er hat einen Golem gesetzt. Allerdings, solange er jetzt nur das hat. Ja, solange. Das wollte ich schon sagen. Solange er nur das hat, kann ja meine Banditin schön da drauf gehen. Hat jetzt allerdings gar nicht mal so viel geholfen. Er wird jetzt auch gleich irgendwas wieder da hinten hinsetzen. Also, entweder nimmt er jetzt gleich wieder den Tunnelgräber oder die Elite-Barbaren. Hilfe. So, Doppelholz des Todes. Aber wir müssten es noch. Boah, es wird so schwierig zu verteidigen jetzt. Das war's. Der Turm ist down. Das war's, glaube ich. Der Turm ist. Der Turm fällt. Der Turm ist down. Scheißengleiser. Ja. Aber hat er gut gemacht. Vor allem, was macht er denn jetzt? Warum gehen die denn jetzt schon auf den anderen Turm? Das verstehe ich nicht. Ich habe auch den Golem noch und den werde ich gleich definitiv setzen. So. Na, er setzt ihn auch. Wir setzen ihn auch. In der Mitte, die Lakaien sind jetzt gleich auf jeden Fall tot. Ja, Holz des Todes. Komm, gib ihm noch. Nicht dahin, oder? Warum sitzt er denn dahin? Hat er denn. Warte. Sepp. Das ist natürlich mega. Mega gut, der Elektromagier gegen den Inferno-Turm, das muss man sagen. So, Baby. Und jetzt gehst du auf den Inferno-Turm. Jetzt, Baby, gehst du auf den Inferno-Turm drauf. Ja, schönes Ding. Mach ihn kaputt. So, den brauchen wir noch. Aber wir kommen auch nicht durch irgendwie, ne? Das ist auch das Problem. Ich weiß gar nicht, wie sind wir eben überhaupt durchgekommen? Ah, der war gut, der Feuerball. Wie sind wir denn eben überhaupt ein einziges Mal durchgekommen? Wie? Ich weiß gar nicht. Macht den Elektromagier jetzt kaputt, leider. Ich muss den Golem nochmal setzen. Oh. Ach, mit dem Schwein sind wir eben durchgekommen, genau. Aber nicht richtig. Nicht richtig. Ah, 2200 noch. Ey, das wird so lang, das Spiel. Das wird einfach mal eins der längsten Spiele ever. Oh. Das wird ein langes und hartes Match. Das wird echt ein langes und richtig übelst hartes Match. Ach, warum habe ich denn jetzt die Banditin gesetzt? total hirnrissig, die jetzt da hinten hinzusetzen. Ah, wobei, sie hat sich zumindest jetzt um den einen hat sie sich fast gekümmert. Kriegen wir hin? Nein, der Sepp war blöd. Oh, der Sepp war richtig schlecht. Das ist auch immer so Sepp bald, ne? Die wollen halt immer, dass man den Sepp irgendwie für irgendeinen Mist verschwendet.
Und das war's jetzt, glaube ich, gleich. Aber was immer noch nicht? Alter, wir leben immer noch. Wir leben einfach mal viel länger, als ich das jemals erwartet hatte. Obwohl es ist, fing so gut an, aber jetzt am Ende... Ich will nicht schon wieder verlieren. Es wird knapp. Es wird richtig knapp. Ah, und er kommt immer wieder an da mit seinem... Wir kommen nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch. Es ist eine Minute. Im schlimmsten Fall wird es... im besten Fall wird es unentschieden. Im besten Fall kriegen wir halt einen Unentschieden daraus. Da könnte ich theoretisch mit leben. Da könnte ich theoretisch mit leben jetzt nach dem Spielverlauf. Ah, knapp. Oh, gut. Hat er gut gemacht. Ah, wir kommen wieder nicht durch. Und dann wird es natürlich jetzt eng mit dem Unentschieden. Nein. Das war's. Oh, nein. Oh, das war's. Das gibt's nicht, ey. Ach, so knapp. Oh, wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Siege bekommen. Ja, es ist, die Banditin muss erst raus. Das bringt nichts. Die Banditin muss erst raus. Dafür nehmen wir noch irgendwas anderes rein. Aber was? Was nehmen wir dafür rein? Bowler, Dingenskirchen hier, das Fass. Ich würde einmal sagen, wir nehmen einmal das Fass. Wir nehmen einmal das Fass rein. Das hat bisher immer ganz gute Dienste geleistet. Also, die Pfeile wollte ich sowieso mal reinnehmen. Nehmen wir mal dafür ruhig rein. Also, jetzt haben wir das Holz. Wir haben die Pfeile, wir haben den Elektromagier. Dafür würde ich sagen, ja, sieht ganz solide aus. Aber wir könnten noch was ändern. Und zwar könnten wir noch die Ihre mit reinnehmen. Jetzt haben wir zwar 4,1, aber es ist ja eh nur... Du weißt ja nie, wie es läuft. Du weißt ja einfach nie, wie es läuft. Und jetzt gucken wir mal, wir sind schon bei über 12 Minuten, ob wir denn was hinbekommen oder nicht. So. Wir haben wieder Kubiko als Partner. Was hat er? Oh, okay. Ja, ist mir abgerutscht. Ist mir abgerutscht. Oh, und jetzt bräuchte ich... Alter, wenn du den Feuerball hast, setz ihn. Wenn du den Feuerball hast, dann setz ihn, bitte. Oh, das ist wieder so ein... Ja, da hat die Rakete, geil. Er hat die Rakete, setz doch die Rakete. Alter, was ist denn das? Ich, ohne Witz, ich hatte gestern mit Kubiko genau das gleiche Spiel. Auch gegen solche... Ich kann es gar nicht sagen. Auch gegen so welche, die nur Hütten gesetzt haben, nur... Das war so assi. Wir haben gewonnen, aber es war so assi. Und am Ende waren wir uns auch beide einig, dass es auch einfach... Ey, das ist doch assi, ey. Vor allem, was machen wir jetzt? Was soll ich tun? Mal überlegen. Wenn hinten die Hütte gleich weg ist, die Barbarenhütte, dann können wir jetzt ganz endlich mal ganz nach hinten schmeißen. Oh, das ist doch assi hoch 1000, ey. Ohne Witz. Ja, genau. Nochmal, mach da noch einen hin. Nein, sie gehen auf den mittleren Turm. Ihr Leute, nicht auf den mittleren gehen. Ja, die Frage ist, was tun wir jetzt? Okay, da können wir schon mal ein Holz setzen. Es sind zu viele Hütten. Es sind auch einfach zu viele Hütten. Guckt euch das mal an. Ey, es ist doch assi. Echt ohne Witz, das ist so assi. Was soll ich sagen? Was soll ich da machen? Ja, wir führen noch. Aber das wird sich gleich ändern, je nachdem, wie viele Hütten er da noch hinsetzt. Setz ihn da oben hin! Nein, setz ihn doch nach oben! Ich hatte den extra da hingesetzt, weil ich dachte, er setzt ihn nach oben. Da ist die Frage, was wir jetzt machen. Also wir kommen auf keiner Seite gescheit durch, irgendwie. Aber jetzt vielleicht, komm noch einmal. Einmal mit dem. Ja, sauber, wir sind durch. Ja, sauber. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite noch eben verteidigen. Ich habe das Holz noch. Boah, ey, solche... Mann, so ein Assi-Deck, ey, ohne Witz. Ja, ist klar. Er wirft jetzt... Ey, ohne Witz. Ah, ich würde so gerne... Jawohl, das eine ist jetzt gleich schon kaputt. Es ist so... Also guck dir erstmal an, wo die hinsetzen. Das ist doch nicht mehr normal. Ohne Witz. Das ist einfach nicht mehr normal. Ohne Witz. Es ist den Sieg am Ende sowas von verdient, falls er denn überhaupt kommt. 3, 2, 1. Alter Belli, ey. Was ein Deck.
Was ein Deck! Was ein Deck war das denn? Haben wir jetzt die Truhe endlich mal... Na, einer fehlt noch. Ich mache aber jetzt einen kurzen Cut. Wir werden sie gleich auf jeden Fall noch öffnen und dann sage ich mal, bis gleich. So, wir haben's. Haha, wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Und... ja, gerne könnt ihr die Clan-Truhe aufnehmen. Es ist natürlich immer so die Sache, du weißt halt nie, ob was Gutes drin ist, ne? Also, wir haben die jetzt relativ schnell fertig gekriegt und ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns auch den Spaß und machen sie mal auf. 1620, wie sind wir da? Wir müssen jetzt wieder ein bisschen von den 40.000 wiederholen. Lol. Ja, stimmt, ich habe die Kobolde voll. Die sind maxed. Ich könnte sie maxen, aber mach ich noch nicht. Die sind auch weit. Oh, gut. 21 mal die Kobold-Gang, kann ich gut gebrauchen. Road to Level 12. 77 mal der Königsriese. Es wird wahrscheinlich eh keine Legendary sein, ist aber auch egal. Die Feuergeister. Ja, es ist keine Legendary. Es ist okay. Dreimal das Drachenbaby, das ist doch okay. Das ist auf jeden Fall okay. Kann ich mit leben. In meiner war auch nur Müll. Kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Und dann sind wir am Ende dieser Episode. Bald kriege ich hoffentlich die Magietruhe. Bald kriege ich die Legendary-Truhe. Und die öffne ich auch noch später. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis später. Später gibt's Clash of Clans. Macht's gut. Tschüss.